Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Vorbild in allen Belangen. Wenn er sallallahu alaihi wasallam die Menschen zu etwas aufrief, dann blieb es nicht nur bei dem Aufruf. Er selbst praktizierte, was er sagte. Er sallallahu alaihi wasallam war ein Anführer wie kein anderer, über den sogar seine Feinde oft nicht anders konnten, als positiv über ihn zu sprechen. Mehr zu machen als alle anderen und Außergewöhnliches zu vollbringen, ist eine Voraussetzung dafür, andere zu inspirieren und anzuspornen. Eine Führungspersönlichkeit ist kein inhaltloser Titel, der einem verliehen wird. Eine wahre Führungsperson sitzt nicht in der Kutsche, während sie von anderen gezogen wird, sondern sie zieht zusammen mit den anderen. Sie sind stets an vorderster Front und zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr tun als alle anderen. Jeder, der etwas in Menschen bewegen und verändern möchte, muss Außergewöhnliches vollbringen. Einer der vielen Eigenschaften, die er sallallahu alaihi wasallam den Muslimen lehrte und selbst vorlebte, war seine Hingabe und sein Einsatz. Obwohl die Sahaba ihn auf Händen getragen hätten, lebte er sallallahu alaihi wasallam nicht wie ein König und stellte sich nicht über alle anderen. Er sallallahu alaihi wasallam war sich nicht zu schade, dieselben Lasten wie sie zu tragen. Denn auch er hatte nichts anderes im Sinn als Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit. Es wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bei der Schlacht von Badr ein Kamel mit Ali radiallahu an und Abu Lubab radiallahu an teilte. Als er sallallahu alaihi wasallam an der Reihe war, vom Kamel abzusteigen und zu Fuß zu gehen, sagten sie zu ihm, dass sie statt ihm laufen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlug dieses Angebot allerdings ab und sagte zu ihnen: Ihr beiden seid weder stärker als ich, noch brauche ich die Belohnung weniger als ihr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte sich ein bequemes Leben machen können, aber es ging ihm niemals um Macht oder Position. Während der Schlacht von Khandak, der Grabensschlacht, waren die Muslime eines Nachts damit beschäftigt, einen Graben auszuheben. Rasulallah sallallahu alaihi wasallam begab sich hinaus, um den Zustand und das Wohlbefinden der Muslime zu überprüfen. Ihr Anführer schlief nicht in seinem warmen Zelt, während sie in der kalten Nacht schufteten, sondern er sallallahu alaihi wasallam erkundigte sich nach ihrer Lage und machte Dua für sie. Bara berichtet: Am Tag von Khandak sah ich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Erde tragen, bis sein Bauch von der Erde komplett überdeckt war. Dies sind die Eigenschaften eines wahren Führers. Er handelte nicht aus der Ferne, sondern war immer mitten dabei. Er trug dieselben Lasten, wenn nicht sogar schwerer als die Sahaba, und durchlitt sämtliche Probleme gemeinsam mit ihm. Es wird berichtet, dass Abu Talha sagte: Wir beschwerten uns bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über Hunger und hoben unser Gewand, um ihm zu zeigen, dass wir uns einen Stein um den Bauch gebunden haben. So hob auch er sein Gewand und er hatte sogar zwei Steine um seinen Bauch gebunden. Wenn jemand solche Eigenschaften als Anführer besitzt, werden jene, die ihm folgen, ihn auch zum Vorbild nehmen und seinem Beispiel nacheifern. Und genau das geschah. Das Ergebnis davon war, dass die beste Generation, die es jemals gegeben hat und geben wird, entstanden ist. Das Leben der Sahaba ist voller inspirierender Geschichten, denn sie entwickelten sich zu Persönlichkeiten, die sich mit vollem Einsatz dem Dien Allah subhanahu wa ta'alas widmen. Sie hatten einen Menschen, den besten Menschen, der jemals gelebt hat, zu dem sie aufschauen konnten und der in allen Belangen als Vorbild für sie diente. Und auch sie selbst schafften es, die Muslime zu inspirieren und zu motivieren. Wenn wir den Anspruch haben, Menschen zum Guten zu beeinflussen und sie vom Islam zu überzeugen, damit sie ihr Leben diesem Dien widmen, dann müssen wir selbst als Vorbilder vorangehen. Das, wozu wir aufrufen, sollten wir in erster Linie selbst leben. Umso wichtiger ist es, dass wir ständig unsere Aufrichtigkeit überprüfen und unsere Absichten reinigen. Denn ein Vorbild kann man nicht sein, wenn man sich in seinen eigenen vier Wänden verschanzt. Die Menschen sehen, was wir tun und können zu uns aufschauen. Und genau deshalb müssen wir uns umso mehr bewusst machen, dass wir dies nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Nicht um Lob von anderen zu erhalten oder damit andere von uns in hohen Tönen sprechen.